Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Safebox von Kianush. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Safe von Kianush. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Am besten machen wir das Ganze hier bei dieser Schweißnaht. So, und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine sehr hohe Metallbox, Kianush Safe, lesen wir hier oben, und eben so einen haben wir dann vor uns liegen. Hier haben wir eine typische Safe-Tür, und das Spannende ist, dass hier auch diese einzelnen optischen Elemente erhaben sind. Also die sind hier wirklich geprägt und die kann man hier gut erfüllen, auch die Schriftzüge hier oben und diese seitlichen Nieten hier wie jeweils im Eck, echt schön gemacht. So sieht das auf der Seite aus. Hier haben wir das klassische K von Kianush. So sieht das Ganze von unten aus, rechts, und dann die Unterseite. Hier haben wir dann noch den Barcode, also am besten so rum, und Credits. Jawohl. Hier an der Seite haben wir einen Sticker, einen Aufkleber, der das Ganze versiegelt. Wir werden diesen ebenfalls mal öffnen. So. Und dann schauen wir mal hinein. So, hier sehen wir mal, dass das Ganze hier eben entsprechend geprägt ist. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster. Dann haben wir das Album und diverse Bonusinhalte in diesem Case. Einen Pullover, der hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die Box so unfassbar groß ist, also hoch ist. Und dann haben wir hier als letzten Boxinhalt noch so ein Handy-Display, so einen Monitor zum Vergrößern. So sieht das Ganze von innen aus. Machen das mal zu und packen das Ganze zur Seite. Ebenso den Pullover. Und dann kommen wir zum Album. So, dann machen wir mal die Folie ab. Und kommen einfach. So, aber jetzt kommen wir zum Album. Kianush Safe. Es ist das dritte Soloalbum von Kianush. Wir haben hier den Interpreten. Das dürfte ein Tisch sein, auf dem hier gerade ein Einbruch beschlossen wird, geplant wird. Und hier haben wir eine Stelle mit X markiert. Ich gehe mal davon aus, dass ist das Ziel, in diesem Fall dann ein Safe. Dann haben wir hier zwei weitere Herrschaften mit Masken, die wohl an diesem Einbruch beteiligt sind. Und dann lesen wir hier, Life is Pain präsentiert Kianush Safe. 3 CD und hier ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Ganze kommt unüblich in einer so klassischen DVD-Hülle. Kianush Safe lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist und die ist echt gewaltig. Also wir haben hier 3 CDs. Wir haben CD1, das ist natürlich das Album an sich, Safe. Wir haben insgesamt auf diesem Album 3 Features, allesamt aus dem Life is Pain Camp, nämlich PA, Mosh und Jamule. Dann haben wir die All-In-EP als erste Bonus-EP mit insgesamt 7 Tracks, 2 Features hier, Cedric und Nikan. Und dann haben wir hier CD Nummer 3, die Lost Tapes. Und hier haben wir dann nochmals ein Feature von Nikan und eins von Rough G. Credits hier unten. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir einen Blick in das Booklet. Dieses natürlich wie auch schon das Cover, in diesem Fall in Hochformat, unübliches Booklet-Format. Wir haben hier einerseits die Tracks aufgelistet mit den Infos, wer das Ganze produziert hat, und dann hier eine Abbildung
wieder von einer Person, es dürfte wohl Kianusch sein hier, unter einer Maske. Weitere Tracks und weitere Produzenten angeführt. So sieht das aus. Dann haben wir die All-In-EP mit insgesamt 7 Tracks. Und hier wilde Szenen, Kianusch hier mit Pistole abgebildet. Dann kommt die Lost Tapes CD mit 15 Tracks. Alle diese Tracks, wie man hier sieht, von Kianusch produziert. Also nicht nur als Rapper, sondern auch als Produzent hier aktiv gewesen. Und wir haben ihn hier auch als Executive Producer angeführt. Also hier noch zum Abschluss die Credits zum Album und eine Abbildung von Kianusch. Jawohl. Soweit zum Booklet. Dann kommen wir zu den CDs. Wir haben hier einmal CD Nummer 1. Das ist in dem Fall das Album Safe. So sieht das aus. Dann haben wir CD Nummer 2. Das ist in diesem Fall die All-In EP. Und CD Nummer 3 fällt etwas aus dem Rahmen, denn ist nicht in Schwarz gehalten, sondern in Rot. Und das sind hier, oder das ist hier Lost Tapes. Jawohl. Gut, dann packen wir die CDs mal wieder zurück in die Hülle. Ja, es ist natürlich praktisch, wenn man alle drei Tonträger hier unterbringt, kompakt. Ich muss trotzdem, ja, ich muss sagen, persönlich, mein Geschmack trifft das nicht so ganz, denn wenn so eine Hülle reingepackt wird, ich glaube das letzte Mal war das bei Fiasco von Jasko, dann ist somit die reguläre CD, also die reguläre Hülle, das Jewel Case, das Super Jewel Case oder das Digipack nicht dabei. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, schade. Auf der einen Seite, wie gesagt, echt gut, dass man hier alles kompakt zusammen hat und dass das dann nicht irgendwie in Digisleeves, in Pappeln rumfliegt. Aber ich begrüße diesen Trend nicht, denn ich bin kein großer Fan von diesen DVD-Hüllen. Ich hätte lieber die regulären Album-Cases. Ja, weiß nicht. Wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu dieser Thematik ist. Ich bin kein Fan davon. Gut, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Das ist in diesem Fall ein Poster. Und zwar haben wir ein recht kompaktes Poster. Einerseits hier dieses Foto, das wir auch schon vom Cover kennen, im Hochformat. Und auf der Rückseite ein sehr spannendes Foto. Und zwar haben wir hier Kianusch abgebildet und er selbst und auch der Hintergrund setzt sich hier zusammen aus Tausenden von Namen. Also das sind Supporternamen, die hier wie so ein Mosaik dann das Bild hier von Kianusch abbilden. Krasse Idee auf jeden Fall. Gefällt mir richtig gut. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zusammen. Kommen zum Pullover. Der fühlt sich echt, echt dick und schwer an. Also wir haben hier, mittlerweile jetzt steht der Sommer vor der Tür, aber so für die Herbst- oder Winterzeit ist dieser Pulli richtig gut geeignet. Wir haben hier einen schwarzen Pullover und hier im Brustbereich lesen wir Safe. Was man dazu sagen muss, das Ganze ist hier in Rot und Schwarz gehalten und die einzelnen Buchstaben sind ja auch nochmal komplett gefüllt mit Kianusch. Schriftzügen bzw. dem Wort Kianusch hier in hundertfacher Ausführung. Und was mich besonders freut, was man echt selten sieht, gerade in Boxen, also die Qualität ist echt krass, dass dieses Safe hier auch noch so entsprechend erhaben ist. Also wir haben hier wirklich diesen Schriftzug nicht einfach irgendwie aufgestickt oder aufgedruckt, sondern hier wirklich so eine eigene Ebene nochmal, die hier so 3D-mäßig heraussticht. Finde ich von der Optik her richtig krass. Von hinten sieht das Ganze so aus. Wir haben hier als Neckprint mehr oder weniger einen Stick. Und zwar hier das K von Kianusch, darunter der Schriftzug. Oben im Halsbereich an den Ärmeln sowie natürlich auch unten am Bund ist das Ganze hier so zusammengerafft. Also hier der Bund entsprechend etwas enger. Gefällt mir gut. Und dann schauen wir mal hinein. Wir lesen hier Kianusch,
Sonst hier weiter nichts. Okay, dann schauen wir mal hier unten. Jawohl. Also, was lesen wir hier? Manufactured by Nakas. Das Ganze ist 70%, Moment, wo haben wir es hier? 70% Baumwolle, 30% Polyester und Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss kommen wir noch zum letzten Inhalt. Pack den Pullover mal kurz zur Seite. Und kommen zu einem sehr speziellen Inhalt, den ich so noch nie in einer Box gesehen habe. Und zwar haben wir hier eine Vorrichtung. Okay. Meine dürfte hier etwas abbekommen haben, denn wir haben hier schon links und rechts so eine Schramme. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nur bei mir der Fall ist und dass das bei euch heil angekommen ist, wenn ihr die Box bestellt habt. So, dann macht man das hier wohl. Nein, umgekehrt. Ich denke es mir gerade. Packen wir das hier so rein. Jawohl. Dann kann man das hier. Hoppala. Will nicht so ganz. So, aber jetzt. Und dann haben wir hier hinten so einen kleinen Plastikaufsteller, mit dem man hier eine dieser verschiedenen Stufen hier einhaken kann. Also hier kann man das befestigen und je nachdem dann den Winkel von diesem Vergrößerer, von dieser Lupe entsprechend dann einstellen. Und hier hinten haben wir dann noch so eine Vorrichtung, auch wenn ich jetzt nicht sicher bin, ob ich das Ganze richtig verwende. Ja, doch, um das Handy da reinzumachen. So, wir werden das mal ganz kurz testen. Und zwar werde ich jetzt kurz mal mein Handy rausholen. So, wir gehen mal ganz kurz auf YouTube. Und dann werden wir mal kurz ein Video aufrufen, um das kurz zu testen. So, was nehmen wir hier? Wir nehmen jetzt hier einfach mal eines der letzten Videos. Und zwar nehmen wir jetzt einfach hier Deutschrap Releases, wo ja unter anderem auch Kianush Safe angekündigt wurde. Das ist doch ganz passend. So, dann machen wir das mal hier rein. Ups. So, die Frage. Ja, ist ja ganz egal. Ich werde das jetzt hier einfach mal festhalten. Und dann schauen wir uns das mal kurz an. Jawohl, also man kann sehen, die Optik wird hier auf jeden Fall vergrößert und man kann das Video dann hier entsprechend in dieser Lupe, in dieser Vergrößerung hier ansehen und das kann man ziemlich kompakt zusammenklappen, also dann auch irgendwohin mitnehmen und dann im Flugzeug, im Bus, im Zug, wo auch immer man unterwegs ist, natürlich immer gut verwenden. Okay, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Also alleine schon für die Kreativität ein Pluspunkt, habe ich so noch nie gesehen. Wusste ich, um ehrlich zu sein, auch nicht, dass solche Produkte hier überhaupt existieren. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was hier alles in der Box befindet. Einmal dieser Monitor hier, diese Bildschirmlupe. Dann natürlich der Pullover. Das Poster beidseitig bedruckt und natürlich das Album plus Bonus-EP plus Lost Tapes mit 16 Tracks auf dem Album, 7 Tracks auf der All-In-EP, 15 Tracks auf Lost Tapes, kommen wir auf insgesamt 38 Tracks. Also das ist echt eine Menge. Das alles in dieser wunderbaren Box safe
von Kianusch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kianusch unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.